Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Hochdruck 3D. Heute geht es darum, wie ihr in Cura die Temperaturen unterschiedlich einstellen könnt, je nachdem von Millimeter oder von Layer zu Layer, dass ihr einen Temp Tower damit erstellen könnt. Was ihr dazu braucht, ist eigentlich nur ein Temp Tower und Cura und ein 3D-Drucker. Das war es eigentlich schon. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nach dem Intro wieder. Bis dann! So, wir fangen einfach direkt mal an, uns den Temp Tower von Thingiverse runterzuladen. Natürlich könnt ihr auch von anderen Seiten einen runterladen. Ich habe jetzt einfach hier oben in die Suche Temp Tower eingegeben, bin mal auf Suchen gegangen und ich nutze im Normalfall hier den Temp Tower. Ihr könnt natürlich auch jeden beliebigen anderen nehmen. Jetzt müsst ihr natürlich wissen, okay, was nehme ich, was für Material habe ich? Habe ich PLA, habe ich PDG, habe ich ABS? Das findet ihr im Normalfall hier unter ThingFiles, könnt ihr mal schauen, hier haben wir ein 170 bis 210 PLA, 180 bis 220 PLA, PLA, PDG, APS, TPU. In meinem Fall wäre es jetzt PLA, ich nehme immer gerne die Spanne 180 bis 220 und wir laden das einmal runter. Jetzt ziehen wir uns die Datei einfach hier unten noch einmal ins Cura rein. So, da ich normalerweise keinen Cura nutze, habe ich mir jetzt einfach mal eine Art Fake-Profil genommen dafür, nur das, damit ihr mal seht, wie das funktioniert. Ich ändere mal die Farbe, die ist ja grausam, wenn ich hier noch weiß, wie das geht. Na, ist auch egal. Sehr gut. So, wie ihr jetzt seht, haben wir hier die verschiedenen Temperaturen draufstehen. 180, 158, 190 und so weiter. Heiß, also das heißeste oder wärmste ist ganz unten. Dazu gehen wir jetzt erstmal auch vorbereiten, dass er das Ganze sliced. Dass wir uns, damit wir sehen können, welche Temperatur bzw. welche Schicht welche Temperatur benötigt. Wie das funktioniert, zeige ich euch dann gleich mal. Also, gesliced ist es. Hier oben rechts gehen wir jetzt mal auf Schichtenansicht. Und dann zeigt er uns hier die Layer an. Hier rechts sehen wir, der oberste Layer wäre der Layer 311. Wir ziehen ihn jetzt mal ganz nach unten. Wir fangen unten mit 220 an und gehen dann langsam hoch, bis wir sozusagen ein bisschen dazwischen sind, zwischen 220 und 215. Ich schreibe mir jetzt auf. 220 ginge jetzt bis 42, das ist aber nicht ganz so interessant, denn ich schreibe mir auf 42 wäre 215, aus dem einfachen Grund, weil das nächste 215 ist und ab hier soll er anfangen mit 215 Grad zu drucken. Jetzt geben wir das Ganze einmal hoch, so, da schreibe ich mir jetzt auf, wir haben jetzt 73, schreibe ich mir 73 auf, da haben wir danach die 210. Gehen wir ein Stückchen höher noch. So, da sind wir bei circa 106. Das, wie gesagt, das ist nicht ganz so relevant, dass das da perfekt genau in der Mitte ist oder genau am Rand ist. Das macht im Endeffekt nichts. Also wie gesagt, wir sind jetzt hier bei 106 für 205 Grad. Und machen das Ganze jetzt weiter bis oben hin. Das, wie gesagt, nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, aber wenn ihr euch auch für einen Temp Tower entschieden habt und ihr habt euch die Zahlen aufgeschrieben, wisst ihr auch ganz genau, wo bzw. ja, was ihr einstellen müsst. Also dann braucht ihr diesen Schritt hier dann später nicht mehr zu machen, wenn ihr sowieso wisst, bei welchem Layer sich das Ganze ändert. So, wir sind jetzt bei 140 gewesen, für 200 Grad, sind jetzt bei 175, für 195 Grad. Bei dem Temp Tower gibt es hier, glaube ich, keine genaue Reihenfolge. Also es gibt Temp Tower, da seht ihr dann, da sieht man dann zum Beispiel, steht dann auch direkt in der Beschreibung, alle 50 Schichten wird es gewechselt. Bei dem hier, wie gesagt, ich kann es euch nicht genau sagen. Ich habe da eigentlich sozusagen immer so ein bisschen verschoben wie jetzt und geschaut, wie es läuft. Hab da jetzt die 190, also die 208 für 190 Grad, gehen wir noch ein Stück hoch. Sind wir bei 240 für 185 Grad. So, jetzt kommen wir natürlich zum letzten. Das wäre 180 Grad. Da sind wir bei 274. Ich schreibe jetzt mal 275 auf.
275, 480, für 180 Grad, so rum. Jetzt haben wir das Ganze aufgeschrieben und wir wissen, dass wir mit 200 unten anfangen. Ich gehe jetzt mal wieder in die solide Ansicht. Da wir mit 220 anfangen, so rum, gehen wir jetzt erstmal auf Material und setzen unsere Drucktemperatur auf 220 Grad. Das ist schon mal ganz wichtig. Dann gehen wir als nächstes auf Erweiterung, Post-Processing und G-Code ändern. Gehen auf ein Skript hinzufügen. Gehen auf Change at Z 5.1.1. So, und dann können wir hier einstellen, direkt die Millimeterhöhe oder die Layer-Nummer. Bei uns ist es Layer-Nummer in dem Fall. Wir möchten jetzt zum Beispiel abändern. Ab Layer 42 möchten wir die Extruder-Temperatur 1 abändern von 220 auf 215. So, dann machen wir das nächste. Wieder hier auf Layer-Nummer. Nee, die Layer-Nummer 73 wäre das nächste. Gehen dann jetzt auch auf Change Extruder Temperatur, gehen auf 210 und so weiter. Also das machen wir jetzt, bis das Ganze einmal fertig ist. Das geht auch ganz schnell. Zack. So, geben da jetzt ein die 106. Ist halt wie gesagt einmal eine Arbeit, aber ihr könnt euch den G-Code ja grundsätzlich auch abspeichern. So ist es nicht. Also ihr habt dann euren eigenen Startcode, den ihr natürlich eingefügt habt bei Cura. Und da sollte das eigentlich dann gar kein Problem mehr werden, den einfach weiterhin zu nutzen. So, gehen wir jetzt auf 140, nicht 140, Entschuldigung. Gehen dann jetzt auf 205 Grad, nicht 1205, 205. Machen das weiterhin, wieder Layer-Nummer. So, gehen da jetzt auf 140, gehen auf die Temperatur. Und gehen auf, wir waren da jetzt auf 200 Grad als nächstes. So, Layer Number sind wir in dem Falle jetzt 175. Extruder Temperatur ist dort 195. So, 208. Temperatur auf 190. So, da haben wir es auch gleich schon geschafft. Sind wir bei 240. Sind wir bei der Temperatur 185. Und bei 275 sind wir bei 180 Grad. So, haben wir das erledigt, gehen wir einfach hier unten auf Schließen. So, und jetzt seht ihr, wenn das soweit, sag ich mal, geklappt hat, habt ihr unten so eine kleines Werkzeugzeichen. Gehen dann noch jetzt nochmal auf Vorbereiten, dann slice ihr das mit der Temperatur. Dauert natürlich ein bisschen. So, und dann haben wir das geschafft. Wie gesagt, also das war jetzt grundsätzlich gar kein Problem, das irgendwie alles einzustellen. Das geht auch ganz schnell. Jetzt drückt ihr den Spaß einmal und ja, wenn das soweit fertig ist, dann könnt ihr natürlich überprüfen, wie oder bei welcher Temperatur euer Filament sich am besten drucken lässt. Wichtig ist, jedes Filament, jede neue Rolle, auch wenn es von derselben Firma ist, druckt sich bei einer anderen Temperatur. Auch wenn ein Kumpel von euch eine Rolle hat, zum Beispiel, die ja gut bei 190 Grad drucken kann, heißt das nicht, dass ihr genau dieselbe Rolle auch bei 190 Grad drucken könnt. Liegt einfach daran, jeder Drucker hat unterschiedliche Thermistoren, beziehungsweise auch welche, die zeigen nicht immer den genauen, perfekten Wert an. Zudem verhält sich jeder Drucker sowieso anders. Genau. Also wie gesagt, ihr druckt das aus, habt dann das Endergebnis fertig, schaut einfach, was euch am besten davon gefällt und diese Temperatur nehmt ihr dann ab sofort zu drucken. Ihr schreibt ihr einfach auf die PLA oder PDG-Rolle drauf, keine Ahnung, 230, 220 Grad, 190 Grad, je nachdem. Ja, und dann habt ihr schon die perfekte Temperatur gefunden. Super, dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!